ist diese Elektrowelt nicht wunderschön? Leute, hallöchen zurück zu Let's Play Splatoon. Wir haben im letzten Part die Amiibo-Missionen voll krass durchgerockt, haben den Endboss platt gemacht mit dem Roller, war schon richtig nice. Und jetzt werden wir noch ein bisschen online zocken, ja, mit unserem geilen Schulmädchen-Uniform. Ja, ist jetzt nicht so der Überbringer, muss ich zugeben, das Teil, aber es sieht cool aus. Und ich würde sagen, wir racen einfach mal in Richtung Online-Mode und gucken einfach mal, was heute so auf uns zukommt. Ja, wie gesagt, das sind jetzt diese quasi Bonus-Parts. Das reguläre Spiel ist ja vorbei. Wir machen mal hier das, weil hier ist ein neues Level noch dabei. Ja, das sind quasi die Bonus-Parts. Jetzt machen wir noch ein, zwei Parts, wo man ein bisschen noch online spielt und dann ist das Let's Play auch vorbei. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? So, da wollen wir mal gucken, wie sich dieser Pinsel so anstellt, weil ich habe noch nie mit dem Pinsel gespielt. Von daher bin ich da bestimmt ziemlicher Noob drin. Gucken wir mal. Und es ist auch gleich die neue Map. Sehr schön. Können wir uns die neue Map mal angucken. Kenne ich ja auch noch nicht. Für mich auch noch Neuland. Würde ich sagen, Leute, ab geht's! Okay. Also ich merke, glaube ich, das ist eher so ein Nahkampfding, glaube ich. Also das heißt, glaube ich, ist auf jeden Fall so. Oh, da komme ich gar nicht lang. Auf jeden Fall bin ich sehr schnell unterwegs mit dem Teil. Oh, ich brauche Tinte. Okay, die Map ist ganz schön groß, kommt mir so vor. Da geht's lang. Aha! Sehr schön. Okay, ist ganz cool. Das Problem ist, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht besonders stark, das Teil. Das ist so das einzige Mango, was ich gerade so gesehen habe. Es färbt das auch nicht mega viel ein. Ich kann es noch nicht so ganz zuordnen gerade. Ja, keine Ahnung. Ich muss noch ein bisschen mich daran gewöhnen, an dieses Pinselteil, glaube ich. Scheiße. Ja, wir werden es wahrscheinlich verkacken, habe ich das Gefühl. Aber ich muss mich auch erstmal an dieses Pinselteil gewöhnen. Alter, was geht denn jetzt? Aber was war denn das? Tintenmine. Wow, wie unfair ist denn das bitte eigentlich? Wer erlaubt euch sowas zu benutzen? Okay, ich glaube, ich muss mich mehr in den Nahkampf begeben. Ich glaube, das ist eher so mein Ziel, was ich verfolge. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt von dieser Map hier gerade. Ich weiß nämlich auch ehrlich gesagt nicht, wo ich lang soll. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Oh, okay, ich merke schon, dieser Pinsel ist nicht meins. Nee. Ich glaube, dieser Pinsel ist nicht meins. Nee. Da ist ein Gegner. Da komme ich gar nicht rüber. Oh, ich habe ihn besiegt. Aber er hat mich auch besiegt. Aber nee, ganz ehrlich, Leute. Das ist keine Waffe für mich. Da bin ich ja mal richtig Noobi drin. Muss nicht sein. Pinsel ist schon ganz cool. Man ist schnell damit unterwegs. Man kann damit gut Nahkampf bestimmt machen. Wenn man es kann zumindest. Ich kann es irgendwie nicht. Ja, ansonsten würde ich sagen, wechseln wir gleich die Waffe mal ganz cool. Okay, ich versuche noch ein bisschen hier einzufärben. Könnte es gar geklappt haben. Wir könnten es gar gewonnen haben, sehe ich gerade. Na? Ja, doch, klar. Wir haben gewonnen. Huh? Oder? Ich würde schon sagen. Ja. Okay. Cool. Habe ich nicht erwartet jetzt, aber... der Pinsel ist nicht so meins. Nee. Ich bin Letzter. Ja, das war zu erwarten. Ich habe 3 gekillt. Immerhin. Immerhin. Ich würde trotzdem sagen, lassen wir das erstmal. Ich würde sagen, wir gehen raus und wechseln mal die Waffe. Ich möchte kurz raus. Weil es gab ja noch mehr Waffen, die wir noch nicht gesehen haben. Und dann gucken wir mal.
Eieiei, das ist das Teil, was wir im Amiibo-Ding hatten, glaube ich. Oh Gott, was zur Hölle ist das alles? Ich habe viel zu viele Waffen, ich habe keine Ahnung, was ich mitmachen soll. Aha, aha, Reichweite, Feuerkraft. Ach, ich wollte mit dem Roller mal spielen, stimmt, ich bin jetzt der neue Roller-King. Reichweite, ah, okay. Farbtempo, okay, der ist schneller, aber der hat eine größere Reichweite. Was ist das hier eigentlich? Gute Feuerrate, beschissene Reichweite. Feuerkraft ist aber auch ganz geil. Könnte man auch mal benutzen. Sieht eigentlich ganz geil aus. Moment, was kann man noch so am rumliegen hier? Der Rest ist lame. Da würde ich sagen, habe ich eigentlich nur die zwei Farbroller und diese zwei Standard-Dinger da? Okay, wir werden jetzt erstmal das... Nee, wir nehmen das hier. Wir werden erstmal das probieren und dann probieren wir das hier noch. Die zwei probieren wir mal noch aus. Fangen wir mal mit dem hier an. Und gehen zurück in der Online-Match. Standard-Kampf. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt Standard-Kampf in dem Part und im nächsten Part machen wir noch ein bisschen Arena-Kampf. Hört schon nach einem Plan an, oder? Hört schon nach einem guten... Was ist... Ich habe gerade einen Plan aufgestellt. Also ich bitte dich, liebes Internet, ich habe gerade einen Plan gemacht. Wenn jetzt du um die Ecke kommst mit hier Verbindungen so, das ist hier nicht nach Plan, ne? Ist euch schon bewusst. Also ich glaube, es geht los hier, Kollege. So, probieren wir es nochmal. Hoffentlich klappt's. Wäre doof, wenn es jetzt nicht klappen würde irgendwie. Aber es klappt. Yeah, voll krass. Alle Level 20 plus, ich bin Level 16. Yay, ich bin voll gut und so. Respect to my life und so. Revierkampf wieder in diesem neuen Levelchen. Was, Revierkampf? Achso, das ist, glaube ich, einfärben, ne? Ich bin verwirrt. Rangkampf ist das andere, genau. So, was habe ich jetzt hier für eine Waffe? Die schießt schnell und ist auch relativ stark, aber schießt nicht besonders weit. Genau, so war das. So war das. Aber damit kann man gut einfärben. Und da kann man auch ein bisschen kämpfen, wenn ein paar Leute zu nahe kommen. Und es geht ja hier ums Einfärben. Deswegen, eieieiei. Es ist, glaube ich, eine ganz gute Waffe für Revierkampf. Ja doch, das sieht ganz geil aus, der Revierkampf. Die färbt ganz gut. Die färbt sogar recht gut. Eieiei, hier gibt es aber auch echt viel Fläche zu füllen. Alles schön hier einfärben, auch wenn der Kollege da hinten meint, er müsste es wieder zurückfärben. Gibt es eigentlich Punkte? Wenn wir die ganze Zeit uns hin und her färben würden, da könnte man sich ja unendlich viele Punkte machen. So, räumen wir mal ein bisschen auf hier, diese blaue Farbe hier, das darf nicht sein. Ja, die Waffe ist echt gut. Die ist recht stark. Die ist recht stark und färbt aber auch gut ein. Ich glaube, daran könnte ich mich gewöhnen. So. Oh, haben wir noch keine Farbe verkleckst. Hier haben wir noch keine Farbe verkleckst. Immer alles schön einfärben. Gibt alles Points. Okay, ich mache hier gerade wieder Kleinkrams. Ich mache das irgendwie viel zu gern, so Kleinkrams. Und dann kommt man eigentlich irgendwie da rüber. Ich komme da nicht mal rüber mit meiner Scheißwaffe. Ich schieße nicht weit genug. Okay, scheiß drauf. Wir müssen mehr in den Nahkampf übergehen. Ich versuche mal von da hinten zu kommen. No homo. So. Dann wollen wir mal gucken. Okay, man sollte sich nicht mitten in das gegnerische Revier einfach so einschleichen. Das ist nicht so gut. Aber da sind auch Leute dabei, die haben ja wieder mega die Waffen und Rüstungsskills da drauf. Die habe ich ja alle noch gar nicht. Ich weiß, es, die Ausrede benutze ich immer, aber es ist ja irgendwo auch so, ne? So, zack. Leg dich nicht mit mir an. So, auffüllen und hier mal wieder zurückerobern, den ganzen Kram hier. So, wollen wir uns nochmal ein bisschen ins gegnerische Gebiet hier... Na, okay, ich hätte es sein lassen sollen, okay. Das ist ein sehr ausgeglichenes Match, sehe ich gerade. Okay, ich versuche nochmal vorzupirschen. Vielleicht irgendwas zu reißen.
Ha, aber haarscharf, ey, haarscharf. Okay, cool. Das gibt Fat Points. Das war doch cool. Erster, wow. Ja, einfärben ist mein Ding, Leute. Ich bin dieser Einfärb-King. Ladam, dadam, dam. So, im nächsten Kampf soll ich auch mal Skills dazu kriegen. Zu meinen, zu meinen Waffen. Zu meinen Rüstungen, so rum. Ja, da hat der einzige Level 16er euch mal gezeigt, wo es lang geht, ne? Tja, ja, so ist das. Ich find's cool, dass wir das hier die ganze Zeit spielen, dann sehen wir wenigstens mal ein bisschen was von dieser neuen Map hier. Die anderen kennen wir ja alle schon. So, let's go. Da ist er wieder schön hinten rumpinseln, das mache ich am liebsten. So, schön Punkte holen für die Mannschaft hier. Ach, es ist nice, Leute. So, jetzt mal gucken hier, wer es mit mir anlegen will. Will da schon jemand mit mir anlegen? Hier, wow, okay, ich merke schon. Okay, ich hab's gemerkt, da wollte einer mit mir anlegen. Das habt ihr gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Map. So. Was ist eigentlich da hinten? Wie kommt man da hinten hin? Irgendwo ist da ein Weg. Ich verstehe es alles nicht. Die Map ist sehr verwirrend. Blödu. So, ich muss ja mal irgendwie durchkommen, ohne zu sterben. Das ist so die optimale Lösung. Dann nehmen wir diese pinke Farbe hier. Geht gar nicht. Geht ja gar nicht. So, cool. Alles schön eingefärbt in Green. Greeny. Oh, ich hab irgendeine geile Weapon. Die werde ich gleich mal auspacken, wenn ich hier ein bisschen gefärbt habe. Ey, könnt ihr aufhören? Könnt ihr auch wieder mich so schießen? Okay, das war vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Ich gebe es ja zu, ich war sehr optimistisch da gerade rangegangen in der Hoffnung, mein Trick könnte da irgendwie was reißen. Ah, Mann, ey. Ja, ich muss noch einiges lernen, ich sehe das schon. Aber das ist cool, Leute. Es ist schon cool alles. Auch wenn das Level mich irgendwie komplett verwirrt irgendwo. Oh Gott, ey, die warten da drüben nur mit ihrer Kacksniper. Blub, blub, blub und dann ist alles aus. Okay, diese Runde werden wir Grasscore verkacken. Kleiner Spoiler am Rande. Ja, komm schon. Wo geht's denn noch lang? Fickt weg, Alter. Hier war ich auch noch nie. Das sind auch Stellen in diesem Level, wo ich noch nie gesehen habe. Führt im Endeffekt aber auch bloß... Eieiei, wo kam der her? Der hat wieder diesen Ninja-Scheiß gehabt, ne? Okay, das war... Wow, wir haben richtig krass verkackt. Aber richtig krass verkackt. Ich bin allem ausgewichen. Naja, trotzdem krass verkackt. Gut, oder auch weniger gut natürlich. Dann würde ich sagen, werden wir noch eine Runde probieren mit der Roller. Mit einer Roller. Ja. Naja, letzter war ich nicht, auch wenn ich wirklich nicht gut war. Nee, nicht wirklich. Aber hey, wir haben eine Fähigkeit für unsere Sachen gekriegt. Jetzt sind wir vielleicht halbwegs cool. Weiß ja noch nicht. Nö. So, wir wechseln dann ganz kurz zum Roller. Zack. Und wo ist er denn? Hä? Da. Das war er, ne? Nein. Hä? Moment. Reichweite gut, aber lahm. Hä? Welchen wollte ich jetzt nehmen? Den hier wollte ich, glaube ich, nehmen, ne? Der, wo eine gute Reichweite hat zum Ballern. Aber halt sehr lahmarschig ist. Ach, egal. Nehmen wir einfach mal. Den nehmen wir jetzt einfach mal.
So, Standardkampf, das letzte Mal. Ich würde sagen, das ist die letzte Runde. Und danach geht's ab in die, hier, Revierkämpfe haben wir jetzt und Rangkämpfe, genau. Also jetzt ist hier das Revierkampf, das andere ist Rangkampf. Ich verwechsel's irgendwie immer wieder. Aber das passt schon. Ich muss mal mich strecken. So, jetzt geht mir's besser. Revierkampf, Verbal Möcklerst Fehl ein. In einer klassischer, supergeiler Level, was jeder kennt. Let's go! Ich hab den Roller am Stissel. Oh Gott, er ist wirklich sehr lahmarschig. Sehr lahmarschig. Ich glaube nicht, dass das ein Bringer ist. Ah ja, klar, wie er schießt. So richtig lahm. Das ist ja mal unglaublich. Scheiße. Geht gar nicht, ne? Okay, ich sollte ein Nemo schneller ist. Ich glaube, Schnelligkeit zu spielen beim Roller ist doch einiges krasser. Okay, Moment. Ha, ich hab ihn aber, ne? Ich hab rechtzeitig drauf gedrückt, damit es eventuell noch klappt, aber das war dann doch nicht schnell genug. Ich färb mal wieder hinten ein. Ich kann das am besten. Ich bin nämlich der Hinteneinfärber. So, auf geht's. Komm, Leute, in die Schlacht. In die Schlacht. In die Schlacht. Alter, das Ding ist wirklich sehr lahmartig. Das ist ja mal richtig, richtig scheiße, das Teil. Geht gar nicht, ne? Geht gar nicht. Ich brauche also einen Roller, der ein bisschen fixer am Start ist, auf jeden Fall. Oh Gott. Das ist so schlecht. Das ist einfach so, so unglaublich schlecht, das Ding. Oh, es geht gar nicht, ne? Scheiß die Wand an, ey. So. Ja, die überrollen uns ja so gekonnt. Ich kann damit gar nicht reagieren. Ey, ohne Scheiß, bis der ausgeholt hat, oder bis man ausgeholt hat mit dem Teil, ist ja alles verloren. Okay, ich versuche eine neue Taktik. Ich versuche jetzt nicht mehr irgendwie Konfrontation zu suchen. Ich versuche jetzt irgendwie einzufärben, wollte ich sagen. Das ist, glaube ich, die bessere Taktik für mich. Gibt auch ein paar Punkte noch für mich dann. Einfach mal hier durch. Oh. Moment. Bisschen abhauen. Ein bisschen mehr abhauen. Hör doch auf, mich zu schießen. Was habe ich dir getan? Wir waren immer gute Freunde. Jetzt schießt du mich einfach ab. Ach man, das ist doch scheiße, Mann. Noch 10 Sekunden, Leute! Ich ist so schlecht, ey. Ja doch, ich muss schon sagen, das haben wir ja schon verkackt. Ja, also dieser Roller war ja richtig scheiße, Mann. Also muss man ja schon mal sagen, das war ja nicht cool, ne? Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Haben wir am Schluss nochmal gekonnt verloren. Oh ja, das war schon. Ich bin nicht letzter, muss man auch mal so sehen. Gott. Leute, im nächsten Part werden wir Revierkämpfe starten und der nächste Part ist voraussichtlich auch der letzte Part. Also, falls ihr den Schluss mitbekommen wollt, dann schaltet das nächste Mal ein, wenn wir dann ganz krass noch ein bisschen fighten. So, ich brauche jetzt hier ein schneller Tempo. Aha, Moment, wo ist jetzt der andere nochmal? Der ist da oben. Der ist aber auch wirklich lahm. Ja, nehmen wir einfach mal den hier das nächste Mal. Oder wisst ihr, was wir machen? Jetzt eh Revierkämpfe, da brauche ich eh eine bessere Waffe. Dann nehme ich einfach wieder. Der ist irgendwie am geilsten, ne? Der und der. Die sind einfach. Nehmt den hier wieder. Leckt mich am aller am Arsch. Leute, wie gesagt, nächster Part, letzter Part. Revierkämpfe. Rangkämpfe, ich verwechsel's immer wieder. Rangkämpfe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns da. Ich hoffe, ihr seid am Start. Und, dann heißt es nächste Mal, das letzte Mal, Let's Play Splatoon. Bis dahin, Leute! Wunderschönen Tag noch. Schausen!